Leute, hier ist der Tenkaichi-Meister und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Raging Blast. Ich muss mich ganz herzlich für letzte Woche entschuldigen. Ich hatte ja keine Gelegenheit mehr aufzunehmen. Dann hatte ich ja geschrieben, dass ich eigentlich ein Dokkan Battle Video als Ersatz hochladen wollte. Das hat sich aber nicht ergeben. Also ich habe was aufgenommen. Nämlich ein paar Event-Stages mit dem AGL Broly-Team. Und dann kam halt zwei, drei Tage später der neue Tech Broly, hab ein Summon-Video gemacht, hab ihn nicht gezogen, war dann ein bisschen enttäuscht. Aber am selben Tag habe ich ihn dann hinterher doch noch gezogen. Dann wollte ich eigentlich ein Team mit ihm zusammen machen und das hat sich irgendwie auch nicht ergeben. Ja, also ein bisschen doof gelaufen. Aber dafür nehme ich ja jetzt auf. Und joa. Es geht weiter. Letztes Mal haben wir die Cell-Saga, die Cyborg-Saga, erfolgreich durchgespielt und sind jetzt in der Majin Buu-Saga angekommen. Die Z-Kämpfer kämpfen gegen Majin Buu um das Schicksal des Universums, nachdem er von seinem verbotenen Siegel befreit wurde. Der Prolog. 7 Jahre nachdem die Z-Kämpfer die Erde vor dem bösen Cell gerettet haben, wird der Planet erneut bedroht. Dieses Mal vom Zauberer Babidi, der sich einen boshaften Plan zurechtgelegt hat, um den schrecklichen Majin Buu wiederzubeleben. Die Z-Kämpfer treten erneut an, um sich dem Bösen zu stellen und Babidis Plan zu vereiteln. Dabei erleben sie die grausamsten aller Kämpfe. Kann man sagen. Und es geht natürlich mit einem der lighthartigsten Kämpfe der Saga los. Son Gohan ist erstaunt, Son Gotens explosive Kraft. Son Gohan und Son Goten stecken mitten im Training für das kommende Kampfsport-Weltturnier. Die beiden messen sich in einem kurzen Kampf ihre Fähigkeiten, aber Son Goten ist schon viel stärker, als Son Gohan es sich je hätte vorstellen können. Ja, wir überspringen. Ich muss das Spiel ein bisschen leiser, ist schon ein bisschen arg laut eingestellt. Wir überspringen einfach, warum überhaupt dieses Kampfsportturnier relevant ist, weil Son Goku aus dem Jenseits wiederkommt und so, um daran teilzunehmen, aber ey, das passt. Oh, die Musik hört man ganz selten im Spiel. なってもいいけど、そいつは御殿にはまだちょっと無理かな。 Knapp das Ding. Yeah.
Zangoten freigeschaltet. Super Zangoten freigeschaltet. Ja, ansonsten, ich hatte wirklich eine sehr schöne letzte Woche. Ich war auch an dem Tag, wo die Banner in Dokkan erschienen sind, war ich mit meiner besten Freundin im Kino in Deadpool. Und ja, wie gesagt, richtig schöner Tag. Vegeta's geschockt. Kid Trunks explosive Kraft. Wie Trunks da so zurückweicht. Vegeta, der seine gesamte Zeit erneut dem Training gewidmet, ist erstaunt, als sein Sohn Trunks scheinbar mühelos die Super Saiyajin-Form erreicht. Vegeta will seine Fähigkeiten prüfen und bittet Trunks, ihm nach allen Kräften anzugreifen. Trunks, kakatte koi! なんでも無理だよ。お父さん強すぎるもん。俺の顔面に一撃だけでも食らわせられたら遊園地に連れてってやるぞ。本当？お父さんが？思いっきり来るんだ。 Das war so klar, dass er nur einen Teil der Galico abbekommt. So behandelt man seinen Sohn! Man merkt den PG-13 Talk in dem Spiel. Dieses, ich irgendwie bei Son Gohans Bruder habe ich irgendwie automatisch rausgelesen, Kakarots Brut, weil es irgendwie halt mehr zu Vegeta passt. Und jetzt machen wir halt einen riesigen Sprung, weil wir einmal den Kampf Son Goten gegen Trunks beim Turnier haben, den wir aber erstmal extra freischalten müssen. Auf einmal haben wir schon Majin Vegeta gegen Super Saiyan 2 Goku. Also da fehlt ja richtig viel. Vegeta und Son Gohans schicksalshafte Konfrontation. Son Goku bekämpft Babidis Untergebene. Guck mal, wir haben weder den Kontext, warum Son Goku wieder auf der Erde ist, noch wer Babidi ist, um die Pläne des bösen Zaubers zu durchkreuzen. In der Hoffnung, Son Goku eines Tages doch noch im Kampf besiegen zu können, begibt sich Vegeta freiwillig unter Babidis Bann. Der schicksalshafte Kampf zwischen Son Goku und Vegeta entfacht. Oh, man spielt sogar Vegeta. Was Sinn ergibt, weil er in Anführungszeichen der Sieger des Kampfes war, auch wenn es unfair war. That was a lie. Und die Stage ist auch falsch. Kakarotto.
Natürlich benutze ich die falsche Attacke im Moment. Natürlich. Okay, ich spam es nicht mehr durch. Es bringt ja eh nichts. プライドの高いおめえが、あんなやつに支配されたってのか？俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で米国なサイヤ人の俺に戻って何も気にせず、貴様と徹底的に戦いたかったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか？ Hab dich. Majin Vegeta, Geheimkampf 30, der Entschluss erneut eines Kämpfers. Ich halte Majin Buu auf. Ja, wir stehen tatsächlich nur noch 5 Wochen vor Sparking Zero. Vor dem Release der Deluxe Edition und darüber. Und ja, der Hype ist schon da, also ich hab so Bock. Majin Buu erscheint, die überwältigende dunkle Kraft. Wie von Babidi vorhergesehen, ist der Kampf zwischen Son Goku und Vegeta genau das, was zur Wiederbelebung von Majin Buu noch nötig war. Die Stärke des Dämonen soll sich in einem Kampf gegen Son Gohan zeigen. Dass es überhaupt ein Kampf ist. Ich meine, der Moment im Anime ging 2 Sekunden. Son Gohan greift halt Buu an, Buu steckt alles easy weg, eine Kugel und Son Gohan ist halb tot. あの、あいつがマジンブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。さあ、マジンブー、最初の命令だ。あの二人を殺すんだよ。 Also ich weiß, die Attacke, die Son Gohan fast gekillt hat, die gibt's hier in Raging Blaster auch. Ist bestimmt die hier, oder? Ja, es ist. Also mit der muss ich's beenden. Oh!
Ja. Ich kann es nicht an die Wand machen, dann trifft das nicht. Aber das trifft. Stirb! So, das ist eine explosive Kombination. Starke Abwehr, okay. In 3 Wochen kommt auch schon das neue FIFA, bzw. das neue EAFC. Also jetzt sind wir wieder in dieser Winter-Epoche, wo die ganzen Big Releases rauskommen. Das neue Call of Duty, da läuft auch gerade die Beta. Ja, bei FC24 sind gerade wieder diese 85 plus mal 10er Pack SBCs, die man unter Wochen machen kann, um sich die krassesten Teams zu erfahren. Ist auch geil. Oh, das macht einfach Laune, ne?